Liebe Leute, hallo, herzlich willkommen zurück zur sechsten Episode. Was für ein Auf und Ab in der letzten. Jan Baumgartners Frau aus den Händen der SA befreit. Dann ihn selbst, ja, etwas kopflos vielleicht, agierend verloren, zu viel Risiko eingegangen. Und dann der gescheiterte Befreiungsversuch. Wir haben versucht, ihn aus dem Gefängnis rauszuhauen, das ist uns nicht gelungen. Ich hoffe, wir bekommen vielleicht noch eine Chance. Und Else Zietkowski musste sich absetzen. Frieda geht's auch nicht gut. Unsere kleine Runde ist ziemlich angeschlagen. Wir müssen unbedingt ein neues Mitglied rekrutieren. Und unser Moral geht's auch nicht so gut. Jan Baumgartner sitzt weiter im Gefängnis. Ich würde jetzt fast sagen, wir müssen erstmal ein neues Mitglied auftreiben. Frieda Kuhn ist höchst verdächtig. Und wir haben auch nicht besonders viel Geld. 42 Mark, immerhin. Wir könnten in Wilmersdorf weiter agieren. In diesen konservativen Kreisen, in die wir uns ja hereinbegeben haben. Also, unsere aktuellen Optionen natürlich. Wollen wir auch noch mal ein paar Parolen hier verteilen. Aber ich glaube, wir müssen erstmal an die Basics jetzt wieder zurück. Wir bräuchten unbedingt ein neues Mitglied. Da wollte ich mal testen, was passiert, wenn Ulrich sich darum kümmert. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wir brauchen ein neues Mitglied. Und dann ist die Frage, jetzt ein weiterer Befreiungsversuch. Ist schwierig. Also mit Frieda und mit Sophie ist da, glaube ich, nichts zu machen. Frieda müsste man eigentlich mal untertauchen lassen. Ich überlege, ob ich sogar... Ah, shit, das Mitgliederanwerben kostet. Was kostet das denn bitte? 20. Das wäre halt noch nur noch 22 Mark. Frieda kannst du eigentlich nicht einsetzen. So. Ist das Sophie eigentlich zur Spendenakquise? Und das war's. Mehr kann ich eigentlich nicht tun. Wir müssen Geld auftreiben und wir brauchen ein neues Mitglied. Um dann in der nächsten Runde, ja, jetzt mal den langfristigen Plan zu entwerfen. Also wir holen jetzt ein neues Mitglied an, was wir vielleicht auch gezielt mal auf unsere Schwächen dann ausrichten. Uns fehlt auf jeden Fall jemand im Arbeitermilieu. Und vielleicht auch jemand mit richtig hohen Geheimhaltungswerten für so eine Aktion wie hier die Befreiung von Jan Baumgartner. Also, ein verschwiegener Arbeiter wäre klasse. wir organisieren noch ein bisschen Geld. Frieda hält hier die Füße still. Jan, für ihn hoffen wir das Beste. Nächste Runde dann versuchen wir Jan rauszuhauen. Und können dann mal gucken, dass wir Frieda und vielleicht auch Sophie untertauchen lassen. Und parallel unterstützt das, finde ich, sieht ganz gut aus. Wir müssen aber auch was für die Moral tun. Es wird nicht viel Moral reinkommen durch die Aktion. Die kriegen wir dann aber hoffentlich, wenn wir Jan erfolgreich befreien. Das bricht dann nämlich 30 Moral. Seid ihr soweit alle an Bord? Hör ich Protest? Nein? Alles klar. Drei Unterstützer verloren, 15 Mark ungespendet. Das ist erfolgreich. Wurde aber mutmaßlich gesehen. Hier müssen wir jetzt erfolgreich sein. Ganz wichtig. Wer möchte sich uns anschließen? Moral gewonnen. Nicht gesehen worden dabei. Wir haben Christian Radke, 42. Ein Diener, also Angestellter. Wir gehen mal der Reihe nach, ne? Anarchist haben wir auch noch nicht. Relativ ausgewogene Werte, würde ich sagen. Wobei sein stärkster Wert der Stärkewert ist, den wir, glaube ich, am wenigsten brauchen, bis wir nicht eingesetzt haben. Und wir haben auch relativ kräftige Leute dabei. Gundula Radke, 36, Schreibkraft, christlich-liberal. Ja, da haben wir auch schon, ne? Eher so in die Richtung. Wir haben schon eine christlich-liberale. Wir haben mit Ulrich einen Angestellten. Hohen Empathiewert haben wir aber auch zwei, die das haben.
Sehe ich auch nicht. Aber Christel Zitkowski, sind die Schwestern vielleicht? Else und sie, wissen es nicht, gut möglich. Ist Arbeiterin, haben wir noch gar nicht. Sozialdemokratin, haben wir schon eine, ist nicht so ideal. Geheimhaltung 3. Ja, nicht perfekt, nicht exakt das, was ich will, aber nicht verkehrt. Stärkewert 4. Also für eine Hau-drauf-Mission wären wir gerüstet, aber ich glaube von allen am ehesten Christel Zitkowski. Weil es ist eine Arbeiterin und sie hat den höchsten Geheimhaltungswert. Und die anderen helfen uns, glaube ich, weniger weiter, einfach um uns divers aufzustellen. Also meiner Meinung nach ist das, glaube ich, einer der Schlüssel in diesem Spiel, Diversität. So, ordentlich Moral dadurch jetzt natürlich verloren, weil wir nicht viele Aktionen durchführen konnten. Und auch die Geschichte eben vorher mit Frieda. Gestapo wird gegründet. Hermann Göring bildet aus der preußischen Polizei die geheime Staatspolizei. Albert Funk ist tot. Der Kommunist und ehemaliges Mitglied des Reichstags Albert Funk stirbt im Alter von 38 Jahren, nachdem er aus einem Fenster im Obergeschoss einer Polizeistation geworfen wurde. Führergeburtstag. Adolf Hitlers 44. Geburtstag ist nun Nationalfeiertag. Deutschland feiert mit Paraden und Gottesdiensten. Oh mein Gott. Frieda Kuhn erzählt mir, dass sie schwanger ist. Ich kann so nicht weitermachen. Ich habe Angst um das Baby, sagt sie. Ich will die Gruppe verlassen. Ich kann sie doch nicht überreden, oder? Aber ich brauche sie. Oh, Frieda. Frieda, wir brauchen dich. Jetzt mehr denn je. Ich meine, du kämpfst auch für die Zukunft deines Kindes. Aber sie muss auch auf ihr Kind aufpassen. Frieda, nein. Bitte, bitte bleib. Ich verstehe deine Situation, aber bitte, bitte bleib. Bleib bei uns, die Gruppe braucht dich. Wenn es gar nicht anders geht. Okay, jetzt werden wir besonders aufpassen müssen auf Frieda. Oha, okay, scheiße. Das gibt einen ordentlichen Malus. Unsere Moral ist in Gefahr. Neue Geheimpolizei, das klingt in der Tat beunruhigend. Also, wir haben Christel jetzt neu an Bord. Frieda und Sophie müsste man eventuell mal untertauchen lassen. Ich würde sagen, wir verschaffen uns mal kurz noch eine Übersicht, wo wir gerade stehen. Also, da machen wir noch nicht so weiter. Was ich machen will, als nächstes Steps, für mich wichtig. Ich möchte diese Mission demnächst machen, weil wir haben dafür uns alles organisiert. Ich möchte hier weitergehen. Am ehesten sogar diesen Zweig, um am Ende Benzin zu stehlen. Also erst Zugang verschaffen und dann Benzin stehlen. Wer weiß, wofür es mal gut ist. Eventuell besuchen wir eine Ausstellung für die Moral. Medikamente braucht es noch nicht. Die Mission kennen wir. Moment, was ist denn der Unterschied zwischen... Was ist denn dann der Ausbruch? Wir werden einen Massenausbruch politischer Gefangener aus diesem SA-Folterlager organisieren. Ist das vielleicht die große Mission, von der ich am Ende sprach? Man braucht SA-Uniform. Okay, ist klar. Okay, ich verstehe. Also, wenn wir das machen wollen, müssen wir hier vorher die SA-Aktivitäten beobachten. Oder wo es weh tut, extrem. Wir können eine NS-Propaganda-Ausstellung mit einer spektakulären Aktion sabotieren. Dies wird ein Aufruf an alle Widerstandskämpfer sein, sich zusammenzuschließen und gegen das Regime zu kämpfen. Egal, was es kostet. Man braucht einen Brandsatz. Ah, ich glaube, davon sprach ich da schon mal, ne? Dass jedes Kapitel endet mit einer großen Aktion. Und das sind scheinbar die drei Möglichkeiten, die wir haben. Wir werden ein riesiges Banner mit einem Spruch auf dem höchsten Gebäude am Alexanderplatz aufhängen und kritische Flugblätter vom Dach werfen. Das hat man schon mal angeguckt. Ich verstehe, okay. Aber was ich nicht verstehe, okay, wo
kriegt man kritische Flugblätter her? Weiß ich nicht. Weil wir haben ja Flugblätter. Eins zumindest. Aber die kritischen Flugblätter checke ich nicht. Den Brandsatz. Na, dafür brauchst du garantiert Benzin. Das organisiert man sich hier vermutlich. Brandvorrichtung. Oder eben der Ausbruch, dafür bräuchten wir allerdings SA-Uniformen. Dafür müsste man wiederum erst die SA-Aktivitäten beobachten. Was ist das eigentlich? Das haben wir noch nicht gesehen. Wir können die Behörden auf eine falsche Fährte locken, indem wir sie ablenken. Um uns etwas Luft zu verschaffen. Okay, da muss man einfach Geld in die Hand nehmen. Ich verstehe. Das ist wahrscheinlich ganz gut, wenn du was Größeres planst und dann. Okay. Okay. Also, das ist. Okay, das ist mir klar, wie wir da hinkommen. Das ist auch neu für mich, ne? Können Beweise verschwinden lassen. Unser Unterstützer Fred Katz kennt jemanden bei den Behörden, der uns vielleicht helfen kann, unsere Spuren zu verwischen. Das sind so richtige Geldfresser, ne? Also. Wir müssen das jetzt schon mal als Hauptziel in Angriff nehmen. Eins von den beiden sehe ich bei uns. SA-Uniform brauchen wir dafür. Dafür müssen wir die Aktivitäten beobachten, um dann da ranzukommen. Da brauchen wir Geheimhaltung. Ich möchte jetzt aber doch die Befreiung von Jan Baumgartner wagen, noch einmal. Ein zweites Mal. Und zwar mit den Leuten, die den höchsten Geheimhaltungswert haben. Ja? Um das Risiko ein bisschen zu minimieren, kommt ja das Fahrrad. Aber wir brauchen Jan. So. Frieda und Sophie haben brutal hohen Verfolgungsgrad. Würde ich versuchen, untertauchen zu lassen. Das heißt, es ist so eine Moral-Episode wäre das für mich. Na? Wenn wir es schaffen, Jan Baumgartner zu befreien. Und hier, das sind 40 Moral. Ja. Haben wir das Problem gelöst. Wir verlieren natürlich einiges an Geld. Wir verlieren auch ein paar Unterstützer. Aber jetzt pushen wir die Moral hoch. Haben dann hoffentlich Jan zurück. Und gehen dann, würde ich den Massenausbruch in Angriff nehmen. Let's do it, Leute. Aber jetzt muss die Aktion auch gelingen. Wir brauchen Jan Baumgartner. Und scheinbar hat das funktioniert. Denn er taucht hier auf gerade. Gucken wir erstmal. Sie treffen sich, wo er gefangen gehalten wird. Sie überprüfen das Gebiet. Sie schneiden einen Zaun auf. Christel steht Schmiere. Und wenige Minuten später ist Jan Baumgartner frei. Yes, Leute! Und die beiden haben sich ein bisschen erholt. Sehr gut. Okay, Moral gewonnen, Unterstützer verloren. Puh, SA stürmt Gewerkschaften. Gewerkschaftsbüros werden von SA-Truppen verwüstet. Flugzeug mit dem Namen Hindenburg, Hermann Göring, benennt die Junkers D. 2500. 2500 nach dem Reichspräsidenten Hindenburg und gründet den Reichsluftschutzbund. Gewerkschaften verboten, die deutschen Gewerkschaften werden abgeschafft und verboten. Ersetzt werden sie durch die Deutsche Arbeitsfront DAF unter Führung von Reichsleiter Robert Ley. Alle mal zuhören, sagt Jan Baumgartner zu Beginn unseres Treffens. Meine Arbeit im Haus des Nazis hat uns wertvolle Informationen über das Regime geliefert. Ich muss euch warnen, es könnte jetzt gefährlich werden. Ja, Sorgfalt ist schon angebracht. Diese Aktion wird sehr gefährlich sein. Wir sollten sorgfältig planen und nichts überstürzen, füge ich hinzu. Und vielen Dank für deinen Einsatz, Jan. Vielleicht hast du uns gerade die Möglichkeit eröffnet, dem Regime einen schweren Schlag zu versetzen. Ist das vielleicht die große? Okay, vielleicht habe ich mich geirrt. Dann ist das vermutlich die große Mission, die das Kapitel beendet. Ich überlege gerade, ob das. Was haben wir? Wir haben auf jeden Fall die kritischen Informationen.
über die Nazis und ihre Handlanger. Wir wollen wirklich nicht, dass jemand das weiß. Okay. Na gut. Oh, was ist hier? Stufenaufstieg. Dieses Gruppenmitglied ist aufgestiegen und kann eine Fähigkeit verbessern. Ach, das ist ja cool. Könnten... Okay, dann müssen wir erstmal gucken, was... Kann ich zurück? Oh, jetzt muss ich es machen. Shit, ich wollte erstmal gucken, was ich jetzt eventuell... Also, wir verstärken natürlich das, worin er ohnehin schon gut ist. Also entweder Geheimhaltung oder Stärke. Stärke ist da super, also ich würde ihn auf Geheimhaltung pushen. Denn da haben wir so gut wie keinen, der ihm das Wasser reichen kann. Bei Empathie und Propaganda haben wir andere gute Leute. Geheimhaltung. Weil ich es gerade zwischendurch gedruckt hatte. Okay, sehr gut. Sehr gut, Ulrich. Das wusste ich gar nicht, dass es da drin ist. Aber ne, Moral sieht wieder ganz gut aus. 3. Mai. Wir schauen weiter. So, ich bin jetzt nicht ganz sicher mehr, was quasi diese Geschichten hier angeht. Ob das das große Event ist, was es quasi braucht, auf das man hinspielen muss, oder es scheint mir jetzt eher, als hätte Jan uns hier auf einer Fährte gesetzt. Ich sehe erstmal, sehen wir was Neues auf der Karte? Nein, oder? Also... Wir gucken mal, ich würde, wie gesagt, hier mal gerne ansetzen bei der SA-Geschichte. Ihre Aktivitäten beobachten. Da kommen wir nämlich entweder an Gelder ran oder an Uniform für den Massenausbruch. Und beides finde ich einfach spannend. Ist das eine Operation für Ulrich? Konservativer, neugieriger Mensch. Okay. Das bringt uns Informationen. Und ermöglicht eben das. Ein bisschen Moral nur. Ah, sie ist nicht so gut dafür, ne? Sozialdemokraten sind da nicht so... Ah, ist gefährlich, aber... Kann man das hier... Das kann man ja nicht einsetzen, ne? Ah, okay. Also es geht weniger darum, dass... Also man kann das scheinbar einsetzen. Also natürlich nicht für so eine Aktion. Sowas willst du ja nicht mitnehmen. Bisschen riskant, aber Ulrich geht es ja eigentlich ganz gut gerade. Zuweisen. Ah, okay, also na, der langfristige Plan wäre Aktivitäten beobachten, SA-Uniform stehlen, Massenausbruch in die Wege leiten. Dann. Ich wollte ja immer noch ein paar Parolen schmieren, aber weil wir es theoretisch können. Da ist sie natürlich. Ah, nicht so prädestiniert. Nicht so, ne? Ne, ne, ne. Oh, du brauchst auch zwei Leute für die Aktion. Die ergänzen sich natürlich ganz gut. Sie bringt die Stärke. Sie bringt den Propagandawert. Hohes Risiko allerdings. Bringt sehr viel Unterstützer. Ermöglicht. Ah ja, die ermöglicht die Werkstatt. Das ist eigentlich ganz cool, ne? Man ist so produzieren, was der Widerstand braucht. Hier ist halt eine Grundgefahr schon recht hoch. Interessant. Hier fehlt uns jetzt die Kohle. Die investiere ich jetzt natürlich in der Geschichte hier unten in Köpenick. Ich würde auf jeden Fall Spenden noch sammeln wollen. Könnte man natürlich eine Frieda ansetzen. Als Sozialdemokratin mit hohem Empathiewert ist einfach ideal. Das machen wir. Weil wenn uns was fehlt gerade und immer wieder fehlt, ist es Geld. Um wirklich Aktionen durchzuziehen. Dann ist die Frage, ob wir das Duo hier losschicken wollen oder ob uns das zu riskant ist. Bringt aber auch ordentlich Moral. Wir ziehen es durch. Und Jan hält sich bedeckt, meiner Meinung nach, dann. Also ich
Weiß nicht, ob ich mich. Kann natürlich ihn hier ansetzen. Boah, so. Er ist hier natürlich auch ganz gut. Es geht, die Gefahr ist verhältnismäßig hoch und wenn was passiert, rennen wir weg. So machen wir es. In Tempelhof. Treffen wir die christliche Gemeinde. Und wir gewinnen 9 Unterstützer. Oder wird er jetzt dann... Er wurde auch nicht gesehen. Also er darf jetzt eigentlich nicht wieder verhaftet werden. Ich bin aber noch nicht so 100% klar mit dieser Mechanik. Er hat halt einen sehr hohen Grad, ne? Er hat 5 Punkte. Das heißt, er ist sehr verdächtig. Und wenn der Wert so hoch ist, wird er verhaftet. Das heißt, so eine Aktion hätte ich wahrscheinlich gerade nicht fahren dürfen, weil ich dadurch die Staatsmacht einfach nur provoziere. Richtig? Richtig. Also lassen wir das lieber. Frieda. Er ist da auf Unterstützersuche und hat richtig viel Geld mitgebracht, also Unterstützung mitgebracht. Die sind auch wirklich ideal dafür und wir malen nachts Parolen an die Wände in Lichtenberg. Am nächsten Tag lesen viele Passanten die Parolen und sehen, dass es noch Menschen gibt, die den Mut haben, sich gegen das Regime zu äußern. 15 Unterstützer gewonnen. Und wie läuft es bei Ulrich, die vielleicht schwerste Mission? Er folgt der SA in Köpenick, um mehr über ihre Pläne zu erfahren. Er findet heraus, dass einige von ihnen gerne in einer Kneipe in Köpenick herumhängen. Einer von ihnen nickt regelmäßig ein und verbringt die ganze Nacht dort. Wir haben ein paar Informationen gewonnen und weitere Schritte ermöglicht. Statt an einem regnerischen Mittwochabend, spät an einem regnerischen Mittwochabend, überquere ich die Schlossbrücke. Ich höre eine wütende Stimme, die durch einen Lautsprecher schallt und eine jubelnde Menschenmenge. Die Stimmen scheinen vom Opernplatz zu kommen. In der ganzen Menge. Die Szene ist überwältigend. Tausende von Menschen lauschen gespannt den Schimpftiraden von Josef Goebbels, dem neuen Propagandaminister. Wir wollen uns mal ein bisschen unauffällig verhalten und hören zu. Das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende und der Durchbruch der deutschen Revolution hat auch dem deutschen Wesen wieder die Gasse freigemacht. Der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein. Eines düsteren Charakters. Gehen näher ran. Ich bewege mich langsam durch die Menge und merke plötzlich, dass ich von einer Gruppe von Braunhemden umzingelt bin. Mein Herz pocht in meinen Ohren, als ein Braunhemd seine Stimme erhebt. Für das Vaterland. Sieg heil. Alle haben ihren rechten Arm in einer einzigen, schnellen Bewegung zum Hitlergruß gehoben. Was unauffälliger. Neben mir dreht sich einer um und runzelt die Stirn. Passt dir das nicht? Neger? Er rempelt mich an. Ich bin Deutscher. Rufe ich. Genau wie du. Er sieht mich entsetzt an. Du bist was? Verschwinde, Neger. Oder wir verbrennen dich gleich mit. Ich entscheide mich, in der Menge zu verschwinden, während ihr mir den Rücken zudreht. Zum Glück ist er zu beschäftigt, um nach mir zu suchen. Schauen wir uns mal auf den Platz um. Das ist natürlich echt eine schwierige Wahl, glaube ich, mit unserer Hautfarbe am Anfang. Tausende sind am Opernplatz versammelt. Einige grüllen Parolen. Eine Gruppe von Studenten rechts von mir stimmt ein Lied an. Aus der Menge sind verschiedene wütende Rufe zu hören. Gegen Dekadenz und moralischen Verfall. Nieder mit dem jüdischen Intellektualismus. Wir gehen weiter. Goebbels beteiligt sich und dröhnt ins Mikrofon. Für Zucht und Sitte in Familie und Staat. Ich übergebe der Flamme die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner. Flamme.
Flammen! In der Mitte des Platzes lodert ein Lagerfeuer. Ein riesiger Stapel Bücher, vielleicht Zehntausende, steht in Flammen. Da wird mir klar, was hier los ist. Das ist die Aktion Wider den undeutschen Geist, die das deutsche Studentenwerk bereits im April angekündigt hat. Es ist eine Bücherverbrennung. Eine riesengroße. Wie kann es so viele Anhänger des Nationalsozialismus geben? Wissen sie überhaupt, was sie tun? Reicht's? In der Nähe brüllt eine Gruppe von Studenten Parolen über deutsche Reinheit. Mir wird übel. Ein Mann mit markantem Profil und traurigen Augen starrt mich von der Seite an. Geht's Ihnen nicht gut, mein Lieber? Warum machen Sie nicht mit? Bemerkt er leise. In seiner Stimme liegt ein Hauch von Ironie. Vielleicht sympathisiert er mit dem Widerstand. Warum schließen Sie sich denn nicht an, antworte ich. Er lächelt kaum merklich. Dann blickt er auf das Feuer und verzieht traurig sein Gesicht. Seine feuchten Augen spiegeln die tanzenden Flammen wider. Ich erinnere mich an jemanden, den ich kenne. Es genügt mir schon, der Zerstörung meiner eigenen Werke beizuwohnen. Zu feiern wäre sogar für mich zu selbstironisch, sagt er resigniert. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist Kästner. Hat Erich Kästner der Bücherverbrennung nicht beigewohnt? Wie bitte? Ich starre auf die Bücher, dann auf ihn mit offenem Mund. Sind Sie, stotterig, er legt seinen Finger auf den Mund, um mich zum Schweigen zu bringen. Ich finde meine Haltung wieder. Er lächelt mich traurig an. Warum sind Sie hier? Was machen Sie? Flüstere ich. Wissen Sie, dass die Feuerwehrmänner die Bücher mit Benzin übergießen mussten? Nur die Nazis bringen es fertig, eine Bücherverbrennung an einem Regentag zu organisieren. Ha! Lacht er leise. Wir müssen zurückschlagen. Wir müssen etwas tun. Wir müssen dagegen ankämpfen, flüstere ich in dringlichem Ton. Der Mann dreht sich um und sieht mich direkt an. Jetzt erkenne ich ihn. Werter Freund, bald wird dieses traurige Spektakel vorbei sein. Er neigt den Kopf und hält inne. Und ich werde einen Roman darüber schreiben. Sie sind Erich Kästner, der Schriftsteller. Ich wusste es. Einer der Studenten starrt uns seit einiger Zeit an und schreit jetzt. Das ist er! Kästner! Erich Kästner! Das ist er! Wir sollten jetzt gehen, sage ich. Pornograf, schreit ein anderer. Der Schriftsteller ist sich plötzlich der Gefahr bewusst, in der er sich befindet und verschwindet in der Menge, bevor sich die Lage verschlimmern kann. Ich hebe ein Notizbuch auf, das aus seiner Tasche gefallen sein muss, nach Hause. Das war großartig geschrieben. Wie benommen gehe ich nach Hause. Mich umgibt der Geruch von Rauch. Und das Echo von Parolen und Gesängen klingt noch in meinen Ohren. Ich werde die lodernden Flammen nie vergessen, die sich in Kästners Augen spiegelten, als er zusah, wie seine eigenen Bücher verbrannt wurden. Boah, ich habe großen Respekt vor der Inszenierung. Das nimmt einen total gefangen, einfach nur das zu lesen und das Schreien im Hintergrund. Gutes Writing. Chapeau. Wir haben sehr viele Unterstützer in dieser Woche gewonnen. Und sehr viel Moral. Eine gute Woche, würde ich sagen. Vor allen Dingen, weil auch Jan natürlich zurück ist in unseren Reihen. Lesen wir noch kurz in die Zeitung rein. Institut verwüstet. Nazi-Studenten stürmen und verwüsten das Berliner Institut für Sexualwissenschaften und plündern die Bibliothek. Bücherverbrennungen in ganz Deutschland, überall in Deutschland, verbrennen angeblich empörte Studenten undeutsche Bücher. SPD-Vorstände gehen ins Exil. Aufgrund der politischen Situation beschließen 6 Mitglieder des SPD-Parteivorstands Deutschland zu verlassen und aus dem Ausland zu arbeiten. Unter ihnen sind Hans Vogel und Otto Welz. Puh! 10. Mai. Ich heirate, verkündet Frieda Kuhn, und ihr seid alle zur Hochzeit eingeladen. Es wird eine große Hochzeitsfeier geben, außerhalb der Stadt, an einem See in Brandenburg. Das wird uns gut tun, glaube ich, Leute. Wir sollten die Einladung annehmen. Eine Feier ist genau das, was wir brauchen. Ich bin dafür, dass wir an der Hochzeit teilnehmen, zusammen mit den Freunden und Verwandten von Frieda Kuhn, erkläre ich.
Ich hoffe nur, dass keiner der Gäste erkennt, was uns verbindet, sagt Hannah nachdenklich. Ja, da ist natürlich was dran. Aber wir brauchen, glaube ich, auch diese kleinen Momente des Glücks. Leute, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, wir nähern uns dem Ende des ersten Kapitels. Wir nähern uns einer ganz großen Aktion, die wir jetzt dann wahrscheinlich demnächst in Angriff nehmen können. Wir müssen ein Zeichen setzen in diesen dunklen Zeiten. Und diese Szene in der Bücherverbindung hat mich gerade echt bewegt. Gerade wenn man auch aus Berlin kennt und natürlich diesen Platz kennt, den Opernplatz kennt. Genau gegenübergelegen von der Humboldt-Universität, wo ich meinen Bachelor gemacht habe. Um mir vorzustellen, dass 100, 200 Meter von da entfernt, wo ich meine Arbeiten geschrieben habe, wo ich in Vorlesungen saß, in Seminaren saß, Bücher verbrannt worden sind von Autoren, die ich just dann da, Jahrzehnte später, wiederum gelesen und studiert habe als Germanist. Das macht mich einerseits fürchterlich traurig und wütend, aber auch ein bisschen froh, dass wir es überwunden haben und froh, dass ich in dieser unseren Zeit leben kann. Und gleichzeitig ist das so verflucht nah. Im Ort und auch in der Zeit. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin.